Hallo und herzlich willkommen zu den Tasting Buddies. Ich bin Martin. Heute möchte ich euch ein zweites Mal einen Bourbon vorstellen, einen Kentucky Straight Bourbon. Und zwar in diesem Fall nach diesem misslungenen Red and Blue. Ich glaube, es war Video Nummer 2 oder 3. Eine Empfehlung, die man mir aufgrund meines Aufrufs im Video gegeben hat. Na, jetzt scheitere ich schon hier an der Verpackung. Da muss was anderes machen. Wir werden den schon rauskriegen. So. So, und zwar ist das der Woodford Reserve. Kentucky Straight Bourbon Whiskey, eine Distillers Select, Label Batch, also es werden hier alle Flaschen einzeln gekennzeichnet, 378 und die Bottle Nummer 1915. Ja, das Ganze hat 43,2% Volumenalkohol. Jetzt hier wieder. So. So. Das können die Amerikaner anscheinend auch nicht ordentlich verpacken. So, ja, also wir haben hier einen schönen dunklen. Kentucky Straight Bourbon. Nicht so billig wie der Red and Blue mit einem Schraubverschluss, sondern mit einem ordentlichen Korken. Die Produkte in unseren Videos, die haben wir alle selber gekauft und erworben und wir sind niemandem verpflichtet, eine bestimmte Meinung abzugeben. Wir sagen unsere Meinung, ob es dem Hersteller oder dem Produzenten gefällt oder nicht. Darum sind unsere Videos auch nicht hier oder dort oder da oder hier mit Werbung gekennzeichnet. So, also ja, er bleibt goldgelb. Er riecht fruchtig. Vanillenoten, den Alkohol riecht man raus. Aber er ist schon sehr fruchtig. Also nach dem Red and Blue traue ich mich ja fast gar nicht mehr, nochmal einen Bourbon zu trinken, aber naja, im Dienste der Wissenschaft, Prost. Okay, also stark vanillig, dann fruchtig und dann schwenkt es langsam ein bisschen um in diesen medizinischen Alkohol. Es macht jetzt so ein bisschen das Geschmackserlebnis kaputt, aber es verhindert vermutlich, dass ich nie wieder keinen Bourbon teste, sondern ich muss sagen, man kann hier tatsächlich von Whisky sprechen. Also sehr, sehr rund. Dann kommt das Fruchtige raus. Und dann schlägt es um in das medizinisch-alkoholische. Nicht übertrieben mäßig. Vielleicht sogar eine leicht pfeffrige Note drin. Also
Hier ist jetzt nichts drin oder wenig von dem drin, was ich unter einem Kentucky Straight Bourbon verstehe oder kenne. Der Geschmack ist karamellig, Aprikose, leichte Kakaonoten, würzig. Also hier ist Roggen definitiv mit drin. So ein bisschen Roggennote, die merkt man schon. Ja, seit 1812 wird der Woodford Reserve Distillery mit Leidenschaft Bourbon geschrieben. Ja, sagt das Getreide, kräftiges Holz, intensive Gewürze, süße Früchte, florale Noten. Das Ergebnis ist ein perfekt ausbalanciertes, unverwechselbares Geschmackserlebnis. Ja, also unverwechselbar mit Sicherheit. Geschmackserlebnis stelle ich jetzt erstmal noch dahin. Der Abgang, der ist lang. Ja, und es bleibt lang warm in der Speiseröhre hängen, ne? Das Fenster ist schön, ist leicht ölig. Ja, müssen wir noch auf der Flasche stehen. Genieße Woodford Reserve verantwortungsbewusst. Ja, das wisst ihr eh. Ja. Jo. Sonst haben wir hier nichts, was irgendeiner Weise uns weiterbringen würde. Also über das Alter kann ich auch nichts sagen. Da ist auch nichts vermerkt. Aber wir wissen, die Amerikaner nehmen es ja nicht so ganz genau. Da kann das schon mal sein, dass das auch nach einem Jahr schon abgefüllt wird und das Whisky genannt wird. Steht auf der Verpackung vielleicht was. Ja, Bourbon Whisky mit über 200 Aromen, sagt das Getreide. Hat diverse Preise gewonnen. Whiskies of the World Award, Gold Medal, Ultimate Spirits Challenge 2016, 2015, San Francisco World Spirits Competition 2014, Whiskies of the World 2014. Ja, also für einen Bourbon muss ich sagen, ist er rund. Ja, wenn er jetzt geatmet hat, wird er etwas alkoholischer. Also ich trinke die Gläser selten während des Drehs aus. Ja, also wenn man ihn sich eingegossen hat, sollte man nicht allzu lange warten, weil er wird dadurch nicht besser. Also er wird dadurch ein bisschen alkoholischer. Die 43,2, ja, 43,2% Volumenprozent schlagen durch. Ich empfehle, den einzugießen und dann zu genießen in den ersten 1-2 Minuten. Danach wird es nicht besser. Ja, es ist also nicht wie ein guter Scotch, der mit dem Atmen möglicherweise besser wird. Aber ich muss sagen, erstmal vielen Dank für den Tipp. Es ist ein Bourbon, der mich nicht mehr davon abhält, möglicherweise noch andere Amerikaner zu probieren. Ich habe in der Vergangenheit viele Amerikaner probiert, die... Nein, das kann ich hier nicht sagen. Es könnten auch Kinder zugucken. Also hier kann ich eine Kaufempfehlung geben für die, ich weiß nicht,
28, 26, 32 Euro irgendwo da wird die Wahrheit liegen. Bekommt man einen Bourbon, den man ja sicherlich auch teuer bezahlt, aber der auch so schmackhaft ist, dass man sich vor seinen Gästen nicht schämen muss. Ja. Wenn ihr weitere gute amerikanische Bourbon kennt, schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich mir auch die zu Gemüte führen mit meinen Buddies. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch keinen unserer Beiträge. Wenn ihr Anregungen habt, was wir vielleicht als nächstes Mal probieren sollten, schreibt es in die Kommentare. Wir lesen sie und werden uns dann auch wohl danach halten. In diesem Sinne, tschüss!